damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, Thomas und PlayerGaddon. Joa, ich will noch ganz kurz mal was nachschauen, ob es noch irgendwelche Verbesserungen für mein Barclay-Team gibt, beziehungsweise Premier League. Ja, auf einmal hier ein bisschen so durchschauen, was es so gibt. Okay, wir sollten schon eine Preisspanne hier machen. Ich würde so sagen, ab 50.000 oder so, das ist nur noch so Luxus, was man sich so gönnen kann. 108.000 habe ich ja noch, mein deutsches Team habe ich ja verkauft und mir ein Barclay-Team gemacht, beziehungsweise Premier League. Und ich kann euch ja gleich noch weitere Neuerungen in meinem Premier League-Team zeigen. Viel hat sie nicht getan, aber einige Verbesserungen, die ich mir noch gegönnt habe. Okay, Sanchez habe ich schon, Di Maria habe ich auch noch. Eriksen, ja, zu teuer, auf jeden Fall zu teuer. Gibbs, Benteke, okay. Coutinho, das wäre auch geil, aber ja, eigentlich relativ unnötig. Hazard, Kane, Sanchez. Ihr könnt mir ja nochmal in die Kommentare schreiben, ob es irgendeine Verbesserung in meinem Team geben kann, wenn ich euch gleich das Team gezeigt habe. Ja, wir können eventuell noch Ramsey in Form, aber ich war nicht so begeistert von Ramsey. Und ja, wenn ich nicht so begeistert war, lohnt es sich auch nicht. Okay, hier ist mal mein Team. Hazard, habt ihr ja schon gesehen. Aguero ist, glaube ich, neu. Ja, das kann sein, oder? Ne, ich glaube nicht. Sanchez auf jeden Fall. Touré, Di Maria, Felipe Luis hatten wir schon in den letzten Parts. Auch der Walker braucht wieder einen Vertrag. Ich finde eigentlich, er spielt sich nicht wie ein 77er Rating. Ich finde, er sollte ein höheres Rating haben, denn der ist einfach nur mega geil als Rechtsverteidiger und mit 91 Pace kann er ruhig mal den Platz von Sanchez einnehmen, wenn Sanchez irgendwo noch ein Duell gegen einen anderen hat. Und auch Flanken in den Strafraum flanken und wir gucken uns mal an. 6 Punkte in 2 Spielen, boah, lässt sich mit leben. Auf jeden Fall habe ich diese Saison den Aufstieg angestrebt, sozusagen Road to Liga 1. Mal gucken, ob wir das schaffen werden. Erste Liga, das, Latenz, nee. Ich will lieber einen anderen Gegner, also wenn da kurzzeitig sogar eine rote Latenz war, lohnt sich das nicht so ganz. Boah, hier haben wir noch Ramirez, Jesus Navas. Ist hier irgendwas Neues, was ihr noch nicht gesehen habt? Nöp. Okay, mal gucken, ob wir jetzt einen guten Gegner bekommen. Ja, grüne Latenz, das sieht doch sehr gut aus. Und mal schauen, ob wir den nächsten Sieg hier einfahren können. Das wäre der dritte Sieg in Folge und schon wieder Regen. Also in meinem Stadion herrscht immer Regen, das ist mega geil, finde ich. Ich bin so ein fettes Schiss der kleinen Stadien und wenn es dann noch regnet, mega geil. 79er Rating live on Twitch. Lol. Streamt der Typ gerade oder was? Das trifft sich dann gut, ne? Die am Aufnehmen und der am Stream ist ja mega geil. Ja. Schade, dass es hier keinen Chat gibt oder so. Egal. Ja, ist ja mega geil, wirklich. Kehrt sich mein... ja, Order City hängt sich gerade irgendwie ein bisschen auf. Woran das wohl liegt? Keine Ahnung. Ich will auch nicht hinschauen, das macht mir sonst Angst. Ich will auf gar keinen Fall, dass die Aufnahme abkackt. Ist jedes Mal bitter, wenn so eine Aufnahme abkackt. Ich glaube, jeder, der mal ein YouTube-Video gemacht hat, weiß ganz genau, wie es ist, wenn da mal so ein Video abkackt. Natürlich unter der Voraussetzung, dass wir mal... Unter der Voraussetzung, dass der, der mal YouTube-Videos gemacht hat, auch bei dem mal eine Aufnahme abgekackt ist. Okay, man merkt, dass er FIFA spielen kann. Man merkt, dass er FIFA spielen kann. So im ersten Moment, so ein Silberteam ist es auf jeden Fall. Aber das sind ja die meistens die, die wirklich FIFA spielen können. Das war mega schlecht. Aber egal. Er ist ja nicht umsonst in der zweiten Liga. Wird wahrscheinlich ein zweites Team oder so sein. Boah, schön aufgefangen. Di Maria, Alter, der stellt die Passwege schön zu, auch wenn wir knapp durchgekommen sind. Okay, Sanchez. Ach, Hazard, was war denn das? Ey, ich hätte lieber so einen normalen Dreieckspass machen sollen auf Aguero, der wäre durchgekommen. Falls Aguero keine guten Leistungen bringt, haben wir immer noch auf der... Alter! Junge, Touré hat eine Physis von, weiß ich nicht, über 90, glaube ich. Merkt man auch, der ist ein richtiger Riese. Ist mir jetzt egal. Junge! Abseits, Gott sei Dank. Ich mag es nicht, wenn diese Skillen...
Im Verteidigen bin ich nicht so gut und wenn dann noch so einer skillt, dann wird das echt ganz schwer zum Verteidigen. Boah, und wenn ich solche Pässe vom Torhüter sehe. Ja, ich überlege mir. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben. Ich habe ja noch genug... Alter! Genug Coins, um mir Courtois zu holen. Boah, lohnt es sich, den zu kaufen? Ich weiß nicht. Ich habe ja Tschech und De Gea. Ah, so ein Courtois wäre eigentlich auch geil, ne? Mit so einem 86er Rating. Los, Hazard. Jetzt pacen wir ein bisschen durch, aber sein Team wird auch wahrscheinlich auf Pace ausgelegt sein. Einfach mal reinflanken, wobei das ja schon fast ein Torschuss war. Aguero! Alter, das war ein geiler Volley. Beziehungsweise Seitfalls hier. Ramirez, was war das denn? Wieso lupft der Junge denn? Der hat man so schön draufschießen können, egal. Also wir merken hier, dass wir auch was reißen können. Boah, ich kann mir vorstellen, wie schwer wir es hätten, wenn der Gegner ein richtig geiles Team hätte. Das Team ist nicht schlecht, aber ich glaube stark, dass es auf Pace ausgelegt ist. Also so im ersten Moment und auf Skillen. Und Touré ist auch nicht schlecht. Also ich bin wirklich begeistert von dem Typen. Der kostet zwar 160.000, aber ist es wert? Alter, bitte pfeif einmal früher ab, Schiri. Ah, das war klar im Abseits. Das war klar im Abseits. Hazard ist leider nicht rangekommen, aber das war relativ klar, dass er zu dem Typen da rechts passt. Ach, jetzt skillt er hier wieder ein bisschen mit seinem Roulette. Aber Touré ist da. Alter, das ist so ein Tier. Hat sogar eine höhere Physis als Diego Costa und das muss schon was heißen. Im Ansatz ein überzeugender, ruhiger Spielaufbau. Aber dann können sie den Ball... Ah, schade. Wir konnten ihn leider nicht den Ball abnehmen. Im Übrigen... Ich habe ja gesagt, dass ich im FIFA 15 6 Jahre Foot Cup rausgeflogen bin. Dann habe ich es ja nochmal probiert. Ha, und ich habe direkt gewonnen. Also was heißt hier direkt, ne? Aber ich habe dann im Finale gewonnen. Habe 15.000 Coins bekommen. Noch ein Gratis-Set. Boah, in dem Gratis-Set war nichts Besonderes drin, aber Leute. Ich kann es euch ja noch gleich nochmal zeigen. Ich habe ja Neuer verkauft. Und dann hatte ich im Gratis-Set wirklich Neuer drin. Alter! Leider konnte ich den nicht verkaufen. Das hat wehgetan, wirklich. Das hat wirklich wehgetan, dass man den nicht verkaufen kann. Aber egal, vielleicht mache ich mir noch irgendwann mal ein Deutschland-Team. Ja, leider sind wir da nicht durchgekommen. Ja, vielleicht irgendwann mal wieder ein Deutschland-Team. Aber ich bin von dem Premier League-Team, beziehungsweise Barclay-Team, sowas von begeistert. Also es gefällt mir wirklich sehr gut. Auch die Abwehr steht sehr kompakt. Mittelfeld finde ich sogar besser als das Deutsche. Also im Deutschen gab es schon gute Spieler, wie zum Beispiel Thiago, aber Thiago kannst du ja nicht wie mit so einem Yaya Touré vergleichen, also. Oh, Alter, ich dachte, das würde jetzt einen Elfer geben. Ja, die Situation hatten wir schon so oft, dass wenn der im Elfer so umgestoßen wurde, dass es dann, ja, im 16-Meter-Raum, dass es dann Elfer gibt. Ah, fuck. Ich versuche so oft da irgendwie durchzudribbeln im 16-Meter-Raum. Ei. Der hätte man noch eine gelbe ziehen können für die Situation gerade. Was für Abseits? Alter, der braucht... Oh. Hä? Wo war da jetzt eine Abseitsposition? Kann mir das einer sagen? Hä? Alter, die Schiedsrichter hier sind auch beschissen. Ah, schade. Ich glaube, das war der erste Torschuss im Spiel, oder? Keine Ahnung. Wir werden es mal mit einem Linksfuß probieren. Hazard ist der Linksfuß, ja. Tatsächlich. So, drei Balken voll machen. Company ist ein richtiges Kopfballtier. Aber leider wurde jetzt nichts. Er ist schon mal durchgekommen mit dem Kopf, aber... Ja. Aber ey, ich bereue es, dass ich das Finale vom Foot, also 6 Jahre Foot-Turnier nicht gefilmt habe. Das war so ein spektakuläres Spiel. Ich war klar schlechter, also der Gegner war, boah, der war sowas von Bombe. Aber in der 34. Minute habe ich dann per Eckball ein Kopfballtor gemacht. Ah, Hazard, was machst du denn da? Also habe ich ein Kopfballtor gemacht und dann konnte ich es bis zur 89. Minute halten, habe das Gegentor kassiert, 1-1. Und dann in der Verlängerung, 118. Minute, habe ich dann das Führungstor geschossen. Klare Sache, gibt Abstoß.
Alter, ich habe mich sowas von gefreut, aber ich kann mir vorstellen, wie der Gegner wohl den Controller an die Wand geschmissen hat. Alter, ich habe so unverdient gewonnen, aber das war mir dann sowas von egal. Tore Marx hatte mich ja im Übrigen noch gefragt, ob ich FIFA 16 Let's Playen werde. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, das ist so ein Spiel, was mir mega viel Spaß macht. Und wenn mir dieses... Alter! Wenn mir dieses Spiel mega viel Spaß macht, dann... Ja, dann ist es doch geil, wenn ich das... Den Nachfolger Let's Playe. Oh. Fuck. Nein! Oh, ich hasse es so sehr. Oh, ich hasse es so sehr. Ey, wenn man den Gegner den Ball im Strafraum nicht abnehmen kann, weiß man ganz genau, der will jetzt so ein dreckiges Tor schießen. Ich, oh ja, siehst du es, ich kann auch von der Mittellinie durchlaufen. Jetzt Hazard, Torschuss. Oh, er hat geblockt. Oh, jetzt wird... Alter, ich könnte kotzen, wenn ich so eine Scheiße sehe. Alter, das Spiel regt so auf. Das Spiel regt so auf. Ja, das ist ja so eine Sache mit den späten Toren vor der Halbzeitpause, aber wichtig ist es allemal. Jetzt gucken wir uns mal die Statistik an. Ja, ausgeglichen, wirklich ausgeglichen. Ich glaube, das 1-0 geht sogar in Ordnung. Fuck. Anstoß zu Beginn der zweiten Halbzeit. Touré, ich liebe dich. Okay, ich nehme es zurück. Wobei, er hat sich wieder den Ball erobert. Und wieder ein Fehlpass. Erobert er sich wieder an den Ball? Nein, diesmal nicht. Nehmt den noch den Ball ab. Das kann doch nicht so schwer sein. Oh, oh, oh. Fuck! Alter, ey. Da hatte ich aber mehr Glück als Verstand auf jeden Fall. Puh. Alter, das war wirklich mega viel Luck. Ich glaube, wir müssen gleich auf Offensiv stellen, weil das sonst hier keinen Sinn hat. Bis jetzt nur eine richtige Torchance. Der Fernschuss von Agüero war das, glaube ich. Okay, der Ball ging klar rüber. Ich weiß nicht. Ja, wir stellen jetzt auf Offensiv. Es hat ja gar keinen Sinn, wenn wir das einfach nicht schaffen. So, Hazard hat sich schön durchgekämpft, wobei der Innenverteidiger gleich wahrscheinlich rankommen wird, wenn das ein Innenverteidiger sein sollte. Ah, Hazard, scheiße. Beinahe hätten wir uns noch den Ball erarbeitet. Und Felipe Luis chillt beim Trainer. Okay. Läuft auf jeden Fall. Ah. Es ist gerade zum allerersten Mal, dass ich FIFA schon um 7:45 aufnehme. Normalerweise nehme ich das immer ganz spät am Abend auf, aber dadurch, dass heute das Staffelfinale von The Walking Dead läuft, boah, das darf ich auf gar keinen Fall verpassen. Scheiße, das... Habe ich ganz schlecht gemacht. Ich hätte eigentlich auf... Wer war das? Keine Ahnung. Auf ihn spielen müssen. Sanchez macht normalerweise immer solche Traumpässe. Also... Ah, schlecht von Agüero. Walker. Guck mal, ich verstehe sowas nicht. Ich verstehe die Pässe von FIFA 15 nicht. Ist ja nicht so, als wenn man hier zu Di Maria passen würde, der... keinen schlechten Schuss hat und Freistand, aber nein. Ich spiele den Ball ja lieber zu jemandem, der nicht frei ist. Okay, jetzt können wir schon besser kombinieren, auf jeden Fall. Nein, fuck. Ja, war sowieso im Abseits. Weil der Schiedsrichter... Hazard, ich liebe dich. Agüero! Was war das? Oh, Junge, was machst du denn da? Ich kann sowas nicht verstehen, wie man das machen kann. Er passt ins Aus. Alter. Dass die Pässe immer manueller werden, das ist echt scheiße. Das ist sowas von scheiße. Ja, wenigstens haben wir hier schon geklärt. Company ist auch so ein richtiges Tier in der Verteidigung. Fuck. Ja, jetzt ist der Konter sowieso vorbei. Alter, ich hasse den Schiedsrichter. Jetzt werden wir ein bisschen sweaten. Fuck. Da, ich warte viel zu lange ab mit meinen Spielzügen. Ich darf mir nicht so viel Zeit lassen. Aber ich bin nicht so der hektische Spieler. Ich bin so der ruhige Spieler, der lange über seine Spielzüge überlegt.
Ja, am Arsch abseits. Oh, der wäre sogar durchgekommen. Der wäre sogar durchgekommen auf Hazard. Fuck. Sanchez, Mann. Alter, das läuft da gegen den Spieler. Wir sind gerade live auf Twitch bei den Typen da. Aber leider können wir nichts reißen. Ich werde gleich mal direkt dann nach der Aufnahme mal schauen, ob der immer noch am Stream ist. Aber leider kann jeder das behaupten, dass er der Gegner war, ne? So, Hazard schön durchgekämpft. Jetzt können wir gucken, was wir mit Aguero reißen. Scheiße. Oh, wieso passt der denn nicht auf Touré? Alter, ich könnte ausrasten. Oh, fuck. Ja! Hazard, du Tier! Bam, Junge! Wurde auch Zeit, dass wir jetzt endlich ein Tor schießen. Jetzt haben wir uns schön durchkombiniert und da lasse ich dreckige Sau das nochmal laufen. Bam, Junge! Ein wichtiges Tor. Jetzt müssen wir aufpassen, dass er sich hier nicht durchdribbeln wird. Okay, er ist nicht so ein Durchdribbler. Ja, schön. Nice run. Das ist richtig geil gemacht worden gerade. Oh, und der Pass, der war Zucker. Der war richtig Zucker. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass wir keinen kassieren. Okay, per Ecke geklärt. Och, Company, pass auf. Ah, Hazard, ganz schlecht gemacht. Okay. Auf Unentschieden will ich hier eigentlich nicht spielen. Ich spiele immer noch auf den Sieg, aber... Klare Sache, Einwurf. Was? Das ist für uns? Alter, was hat der denn gemacht? Da wird er sich bestimmt aufregen. Hazard. Hier so möchte gern Dribbler am Start. Di Maria, mal gucken, ob hier wir was reißen können per Ecke. Leider nicht. Da war jemand zu klein. Oh, Sanchez, das war nichts. Das war weniger als nichts. Ach, geklärt. Okay, 84. Minute. Geht hier noch was? Hier geht tatsächlich noch was, aber... Dafür muss ich besser kombinieren. Aber das Unentschieden will ich auf gar keinen Fall irgendwie hier verspielen. Touré, was machst du denn da? Okay, abgeblockt, Ecke für den Gegner. Für den wahrscheinlich Streamer, also. Wahrscheinlich wird er sich hier beim Stream dieses Team aufgebaut haben. Vielleicht durch Spenden oder so, ich weiß es nicht. Und das spielt dann gerade gegen mich. Ist aber ungewöhnlich, dass. Tschech, okay, sehr schön. Oder er nennt sich nur live auf Twitch, ja. Mein Englisch sein very good. Aguero, 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 fuck. Naja, eigentlich hat er Hazard drauf geschossen, aber Aguero war nein. Ja, wenn wir diese Chance nicht nutzen. Aber ich hasse solche Situationen, wo man vom Tor steht. Jetzt kann die Flanke kommen. Ecke. Junge, die Ecke hätte man noch... Ja, weiß der Schiedsrichter kann ja auch mal kreuzweise. Aber, boah, unentschieden gespielt. Am Ende hätten wir vielleicht sogar noch den Sieg verdient gehabt, aber darüber kann man streiten. Aber egal, mit den Unentschieden bin ich eigentlich relativ zufrieden. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein FIFA 15 mehr verpassen wollt, würde ich mir sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.